Wer im Trubel des städtischen Lebens in Frankfurt am Main einen Ruhepunkt sucht, sollte einmal den Bethmann-Park besuchen. Mitten in der Stadt, umtost vom Verkehr, grün, blumig und friedlich, liegt er wie eine Insel im Häusermeer. Er ist einer der kleinsten und gepflegtesten Parks der Stadt. Was ihn auszeichnet, ist der chinesische Garten. Ein fernöstliches Idyll auf rund 4000 Quadratmetern. Auf die Idee, einen chinesischen Garten zu schaffen, kam man, nachdem der Münchner chinesische Garten 1983 nach Frankfurt verlegt werden sollte. In München entschloss man sich jedoch, den Garten dort zu behalten. Im direkten Fernostkontakt organisierte Herr Breukmann, Leiter des städtischen Grünflächenamtes, während eines dreiwöchigen Aufenthalts in China die Planung zur Schaffung des Gartens. Man entschloss sich, einen Frühlingsblumengarten mit dem Schwerpunkt Pflanzen originalgetreu aus der Provinz Anhui westlich von Shanghai zu bauen. Im Bethmann-Park war der Boden seit 100 Jahren gut vorbereitet. Die Familie von Bethmann begann bereits damals, Pflanzen aus Übersee und fernöstliche Gehölze im Park anzusiedeln. Beim Aufbau traf moderne Technik auf uraltes chinesisches Handwerk. Alle Gerüste waren aus Bambus. In unzähligen Containern wurden die Baumaterialien wie Steinmetzarbeiten, handgefertigte Dachziegel sowie Bauholz und die ausgesuchten Felssteine für den Wasserfall nach Deutschland gebracht. Pavillon, Tore, die Brücke, die steinernen Löwen, 22 Landschaftsfenster, alles stammt aus dem Reich der Mitte, hergestellt in Handarbeit. Am 7. Oktober 1989 wurde der chinesische Garten eröffnet. Seitdem rauscht der Wasserfall, Ingwer, Weide und Bambus sprießen, Maulbeer, Amber und Pfirsichbaum wiegen sich im Wind. Fische gleiten durch den Teich und die weiße Marmorbrücke hält dank ihrer Zickzackform böse Geister ab. Denn die können bekanntlich nur geradeaus gehen. Das harmonische Flair zieht viele Menschen zu allen Jahreszeiten an. Zeichner skizzieren Naturmotive, Fotografen nehmen Models vorm Pavillon auf und regelmäßig wird hier auch Tai Chi trainiert. Für China war es der erste exportierte Garten und er gelte heute in Fachkreisen als der schönste chinesische Garten außerhalb Chinas. Ein Hügel, um dem Himmel und Buddha ein Stück näher zu sein, fehlt darin natürlich nicht. Er bietet dazu Aussicht auf krasse Kontraste.
Dort rasender Verkehr, hier fernöstlich ruhige Natur. Zwei Welten hüben und drüben der weißen Mauer.